Jungs und Mädels, ihr werdet nicht glauben, da sind wir wieder aus dem netten Blackland. So, und heute habe ich sogar mal Gast mitgebracht. Eva Jared. Nicht besonderer Gast, aber Gast, ja. Also für mich ein total besonderer Gast. Um den zu finden, braucht man 3 Hashtags. Okay, wollt ihr Hass sein? Nette Carol, Entschuldigung, Milch. Ich hatte aber die andere Sinn gehabt. Schwanz rausholen, über den Tisch kotzen und Jägermeister. Das ist Evil Jared? Wirklich? Ja. So sieht Deutschland Evil Jared. Boy, wie? So, dann haben wir hier unsere gute Tresenfee noch. Hi. Die Vanessa. Genau. Und wie immer, sitzt mal einfach mal so blöde rum hier, um euch ein paar Informationen zu geben oder sonst so was. Wir haben ja immer noch Corona und wir suchen immer noch Ideen. Eine Idee sitzt da drüben. Ich habe nie Blackland so leer gesehen. Wenigstens jemand unter den Tisch umgekippt, ja, oder was? Nachdem du hier warst. Nachdem du mit deinem Bierpunkt hier warst. Ah, ja. Hast sie alle voll gemacht und dann bist du abgehauen. Ah, ja, Bierpunkt. Und ich musste mir mit den Besoffenen hier rumschlagen. Ja, stimmt. Ja, jetzt sogar alle mitnehmen können. Kommt hierher, macht die alle fertig. Jeder als Gewinner von seinem Bierpoint. Und der Rest ist hin. Ja, aber wir spielen es jeden Samstag live, quasi, nicht wirklich live, aber online Bierpong bei Twitch und Facebook. Vielleicht könnten wir es hier einmal drehen. Wir haben es zu Hause begonnen, nur weil das Quarantäne hat gesagt, dass niemand, wir müssen alle zu Hause bleiben und man kann nicht in Kneipe gehen, aber jetzt die Kneipe sind offen. Mit Abstand können wir es hier live einen Tag spielen, vielleicht Tournament wir Champions oder was. Können wir gerne machen. Sag einfach Bescheid. Und wenn du den Rest, der dann hier rumliegt, mitnimmst? Ja. Aber ich glaube, es ist Blackland. Ja. Wir sollten nicht Bierpong spielen, wir sollten Jackpong oder Jimpong oder Jägerpong. Bei Jack mache ich sogar mit. Ja, okay. Na klar. Ich treffe nie. Ja, bei uns. Ja. Genau, Jack Palm. Genau. Freddy gegen Jared. Jack Palm. Boom! Aber das wird böse. Dann werden wir aber keine Bilder davon machen, glaube ich. Muss alles online. Ja, und wie gefällt dir das so gerade im Blackland? Ja, Blackland ist sehr, sehr traurig, sehr still. Ja. Zu leise, zu wenig. Also mich macht es traurig und ich würde mir wünschen, dass das endlich ein Ende hat und wir endlich wieder da weitermachen können. Und das, was wir am besten machen können, nämlich coole Mucke, coole Leute, die wir am Start haben und einfach das, was wir am besten können. Ein Rockladen sein. Aber vielleicht kommt es bald. Dein Kumpel Putin hat eine Impfung erfunden, oder? Putin. Mein Kumpel. Also wenn du mir jetzt mal so fragst, wenn der das wirklich hätte, würdest du sogar jeden. Du wirst es heute probieren. Ja, wenn es existiert? Das, ja, klar würde ich. Wenn der hier sitzen würde, würde ich mir drin hauen lassen. Ich weiß nicht, wie es ist mit dir, aber Putin hat zu mir ein paar Mal gelogen. So. Ach, zu dir? Ja. Aber kannst du dich an letztes Jahr noch erinnern? Hm? Ich hab dich gefragt. Ja? Kommst du mit nach Moskau zum Rammstein-Konzert? Wer hat Nein gesagt? Weil ich nicht erlaubt, ich habe, kennst du manchmal, manche Leute kommen in Blackland und verhalten sie wie Arschlecker, ja? Ja, und dann, was bekommen die? Die Hausverbot. Ja, klar. Hausverbot. Okay, Hausverbot von einem Kneipe, ja? Ich habe Hausverbot von einem Laden. Echt? Und ich bin nie wieder erlaubt in Russland. Oh, ja, scheiße. Ja, ich bin kein mehr bekommen seit 2013, kann ich 13. zurück nach Russland. Ich kann mich erinnern an der Nacht. Ja, ich hatte fünf Jahre Hausverbot von Ukraine, aber jetzt ist das abgelaufen. So, Ukraine, ich komme, aber Russland, tut mir leid, kann sehr Russland. Schade. Ja. Sehr schade. So, das bedeutet keine Sputnik-Impfung. Stell dir mal vor, das würde helfen. Ja. Helfen oder der kriegst du toten. Egal. Und wenn er nur wirklich die Scheiße richtig hat, dann bist du einer, der die nicht kriegt. Ja, dann bin ich so. Dann bist du auch so. Nicht nur Freude, aber auch gestorben. Der einzige Überlebende. Der einzige Überlebende, Evil Jared. Ganz alleine auf der Welt. Und dann spielen wir Bierpoint. Schaffst du denn von einer Ecke zu anderen Rennen? Alkohol ist ja noch da, denn. Was denn? Die Bloodhound Gang. Das heißt 24 Stunden galoppierende Spätpubertät. Aber was geht mit dir in der Bloodhound Gang? Ist bei euch noch was los? Wird doch nichts, wa?
Ich habe kein Problem. Ich würde nicht, meine Tochter sagt, ich kann nicht auf Tournee gehen. Ich kann nicht 8, 12 Wochen auf Tournee. Aber ich war vor vielleicht 2 Jahren habe ich zum Scooter gegangen mit dem Carol von Clear Channel, Live Nation. Und er hat gesagt, okay, Jared, was denkst du? Nächstes Jahr, das war 2019, nächstes Sommer, Hurricane, Southside, Rock am Ring, Rock am Park, ein Wochenende mit 2 Tage Festivals da drin, und er weiß, dass ich hasse Off-Days, so ich sag, und dann 10 Tage in Clubs, all zusammen. Ich habe gesagt, ja, ich werde das machen, wenn das Geld gut genug war, und B, wenn du kannst andere Jungs überzeugen. Mein Manager hat gesagt, direkt da, wenn Rock am Ring nicht in der Wohnzimmer von Jimmy Pop ist, dann es geht nicht, weil Jim verlässt sein Haus nicht. So, aber das geht nicht. Ja, das ist unglaublich. Freddy hat so ein Pool. In Amerika ist es ganz normal, ein super Pool zu haben, aber in Deutschland, man sieht es nicht. Aber Freddy, ich bin so neidisch, hat ein super Pool. Ich habe auch ein Pool zu Hause in Amerika, aber kann nicht nach Amerika fliegen. Vielleicht konnte ich nach Amerika fliegen, aber normalerweise das 9-Hour-Flug nach Amerika dauert jetzt, keine Ahnung, 27 Stunden. Man kann nicht direkt von Berlin nach Philadelphia fliegen. Man muss Berlin, Paris, Rio de Janeiro, Moskau, Vancouver. Na, Moskau ist mal schön raus. Okay, ja, okay. Moskau. Aber ja, für mich nicht Moskau. Also komm mir ja. So, jetzt auf jeden Fall hier nach Moskau. Vielleicht ist es, aber Moskau kannst du dich gleich impfen lassen. Hey, genau. Ja, bitte gehen nach Moskau, dann vielleicht bleibe ich da, bis Corona fertig ist. 15 bis 20. If you're lucky. Jared, wie sieht denn dein Alltag so aus? Mein Alltag? Mache nicht so viel. Ich übe ein bisschen Bierpong. Bierpong? So, für unser Spiel. Ja, mach nichts. Viel zocken. So alles runterhängen. Ja, ich arbeite normalerweise als DJ in Clubs und alle diese sind geschlossen. Und dann normalerweise ich mache vielleicht 1-2 Mal pro Monat Festivals als DJ. Und ja, es gibt kein Festivals mehr. Nee. So, ja. Ja, du schreibst doch ein Buch. Ja. Oh, das hast du recht. Ich habe ein Buch geschrieben. Hey? Ja, ja. Ich hatte gearbeitet auf einem Buch von Trinkspieler. War in Amerika, weil es gibt nicht so viel Trinkspiele in Deutschland, weil Deutsche, ich glaube, brauchen keinen Grund zu trinken. Nee. Aber Amerikaner brauchen keinen Grund. So, wir haben all diese Trinkspiele. Und ich habe so viele in University gespielt. Vielleicht 2014, 2015 habe ich ein Buch geschrieben. Und ich habe es, wir haben einen Verlag gefunden, aber in Dezember, ich glaube, Dezember hat der Verlag gesehen, okay, das ist nicht genug Spiele. Weil mein Plan war, es wird das Bibel von Trinkspielen sein. Natürlich. Und dann ist ein altes Testament und ein neues Testament. Und ich habe gesagt, erst einmal machen das alte. Und ich habe gesagt, nein. Es ist nicht groß genug, so wir müssen das alte und neue Testament zusammen machen. Und ich habe gesagt, ich habe keine Zeit mehr zu schreiben. Aber dann kommt Corona und ich konnte das Haus nicht verlassen für 6 Wochen. So ich habe begonnen und ich habe ein neues Kapitel jeden Tag geschrieben. Jetzt haben wir 52 Kapitel. Oh. So, und jedes Spiel ist super. So wenn das Buch kommt, dann man kann ein unterschiedliches Spiel jede Woche spielen. Ein ganzes Jahr nie dasselbe Spiel 2-mal spielen. Aber ich hatte Probleme mit dem Verlag. So, jetzt habe ich keinen Verlag mehr. So, der Buch ist fertig. Ja, das ist ich aber keinen Verlag. Genau. Oh, meinst du, du findest so ihn? Well, wenn nicht, ich habe gedacht, vielleicht könnten wir es nur ein Crowdsourcing machen und sagen, was kostet dein Buch? Hast du ein Buch geschrieben? Sehe ich aus, ja. Schreiben kann. Ja, so, was kostet es? 10.000 für Drucken und Werbung und so? So, ich habe gedacht, vielleicht können wir Crowdsourcing machen und wenn wir haben, GoFundMe für 10.000, dann kommt das Buch. Habe gedacht, für man geht 100 Euro, bekommt ein Autogramm-Copy, man geht, keine Ahnung, 1.000, dann man ist gedankt, man gibt 5.000 und dann ich sage, okay, du bist der Autor und ich komme auf das zweite. Ich habe es gelesen und es ist nicht schlecht. Obwohl ich ein bisschen betrunken war, wenn ich habe ein paar von den Kapiteln geschrieben, es ist okay. Freddy, was ist mit deinem Buch? Mit meinem, das steht noch ganz hinten an. Ich muss jetzt eben finden, der schreiben kann. Ich bin nicht so der Schreiber. Erzähle nicht viel.
bin eigentlich ein ganz normaler, ruhiger Mensch. Na, du kannst auch ein Buch schreiben, oder? Könnte ich, aber das will ja keiner lesen. Na, da. Da, wo du herkommst. Aber du bist jeden Tag die Platte. Nee, das kommt euch nur so vor. Nee, ich arbeite zurzeit nur 2,5 Tage, also 1,5 Tag. Und das kommt euch wirklich nur so vor. Ich habe ja Berufsverbot, ich würde gerne mehr arbeiten, aber es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Leider, es lohnt sich nicht. Wir brauchen Konzerte. Ja. Normales Leben. Also ich habe ja zwei schöne Anekdoten mit Jared gehabt. Die erste war beim Festival. Oh ja, ja. Greenville. Greenville. Da haben wir uns beide getroffen und da meint er so, los, komm mal mit, mach mal Security für mich. Man braucht immer Security. Definitiv. Ich weiß ja nicht, was der wollte. Ja. Na, jedenfalls bin ich mit dir gegangen und dann, der hat ja hier so ein Scheibendrehen gemacht. Wie heißt der? DJ, wa? DJ, ja. Scheibendrehen. Naja, hier. Ja, wiggity wiggity was? Dann drückt er mir auf jeden Fall eine Flasche Jägermeister in die Hand und sagt, ich soll die im Publikum verteilen. Ja, aber wenn das Publikum betrunken sind, dann mein Musik klingt besser. Also, ich hab's nicht gemacht. Wir haben das getan. In einer Stunde, wir haben in einer halben Stunde haben wir zwei Flaschen ausgetrunken. Zwei Flaschen, ja. Oh. Also das war ein schwieriger, das war ein anstrengendes Festival. Ich wusste nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Dank Evil Jared natürlich. Wie bei Bierpoint. Kommt der, macht alle besoffen und haut ab. So, dann hatten wir noch eine Geschichte. Da war ich Einläufer beim Promi-Boxen. Oh ja. Ja. Für dich. Okay, ja, du erinnerst dich an Promi-Boxing, das war wann? 2012, ich glaube. Ach, EWR. Ja, 13, oder? Scheißegal. Aber mein Gegner war diese Discos. Oh, ja, Discos. Ja. Lars Riedel. Ja, es war. Nee, Lars Riedel. Ja, Lars Riedel, ich glaube, 2 Meter drei. Ja, der war kurz größer als 130 Kilo, oh mein Gott. Und? Den haben wir schön angesehen, ja. Muschi. Da haben die, wo die sich warm gemacht haben, in euren Aufenthaltsraum, ja. Die schön mit der Pratze zusammengekloppt. Und wir haben an der Tür geklopft, wenn er kommt. Ja. Und dann kam er, war schon ein bisschen, dann gegen die Tür geklopft. Und dann ging das los. Bam, bam, bam. Ja, mein. Und Riede, das konnte so gut. Ja, so. Kein Hummer. Aber ja, das haben wir gemacht. Ja, der hat so viel Schüsse gekriegt. Keine Blase sah an uns vorbei. Ja. Oh. Und? Gewonnen. Ja, und ja, ich glaube, das war der einzige KO des Nachts. Der da war. Ja. Einmal vorher, das war. Oh, hey, ich glaube, mein Kumpel ist hier. Hey. Patrice. Hey, Patrice. Mein Kumpel hat Besuchen. Ja. Ah. Sie haben bestellt, was hat es sein? Mit Patrice. Servus! Mir sind mal eingefallen. Ja, ist so ruhig hier. Ja, ne? Das kenne ich so gar nicht. Ja, hast du dann so gesehen? Nein, ja, komplett leer. Wir arbeiten daran, dass wir was hinkriegen. Aber das ist mir mal eingefallen. Okay. Warum trägst du 2 Uhren? Oh, das ist eine alte. Wird sie wirklich jetzt wissen, die Geschichte? Und keine Rolex. Und, ja. Nee, tatsächlich, es hat was. Also, um die Kurzfassung davon. Meine Uhr habe ich schon immer, seit ich klein bin, auf der rechten Seite getragen. Und irgendwann, wie du weißt, ich war ja mal mit MTV verbändelt und ich hatte mal irgendwann so die Chance, Mitte der 90er, 96, so eine MTV-Tour zu machen und habe danach als Weihnachtsgeschenk so eine MTV-Uhr bekommen und so, oh, damals weißt du noch so, oh mein Gott, ich habe eine MTV-Uhr geschenkt bekommen und so. Es war auch keine Rolex, aber es war einfach nur, es war eine Uhr, wo ein MTV-Logo drauf war. Und da wollte ich die unbedingt tragen, aber dachte so, nein, ich darf mich jetzt nicht verkaufen, weißt du, nur weil es jetzt MTV ist, ich bin immer noch derselbe. Dann habe ich angefangen, die MTV-Uhr damals dann auf der linken Seite zu tragen, sozusagen die neue, so dieses Bling Bling, und das, was halt ich bin, auf der rechten. Und als ich dann damals bei 1999 bei MTV als Moderator angefangen habe, habe ich das so beibehalten, einfach nur so, wie auch nicht zu vergessen, wo man herkommt. Und deswegen, immer egal, wo ich bin, zeigt die rechte Uhr auch immer die Berliner Uhrzeit. Cool. Und das hatte ich lange, lange, lange Zeit nicht, weil Leute immer dachten, der ist halt verrückt, dass er 2 Uhren trägt. Ich meine, heutzutage, wer trägt mit Handy heutzutage eh noch eine Uhr? Ja. Aber ungefähr habe ich seit einem Dreivierteljahr wieder angefangen, 2 Uhren zu tragen. Das ist der Grund, das ist einfach nur Kindheitserinnerung. Cool. Und wo ist dein MTV-Jugend jetzt? Gestartet.
Aber ey, ich finde das mega, was ihr hier macht. Ich finde auch alle, die hier zuschauen, ich glaube, ihr seid alle hier zu bescheiden, den Leuten auch wirklich klar zu machen, wie wichtig so eine Geschichte auch wirklich ist, dass so ein Ort auch wirklich am Leben erhalten bleibt. Weil egal, auch wenn wir jetzt irgendwie die Wirtschaft irgendwo wieder so ankurbeln und dann wir alle wieder regelmäßige Job haben, wenn wir nichts haben, wo wir uns freuen, wo wir am Wochenende hingehen können oder abends noch wieder einen trinken und so, dann ist auch all die ganze Arbeit irgendwie auch nichts wert und das Miteinander. Und ich glaube, gerade du hast ja schon sehr viel erlebt mit dem Laden, hast ja so, gerade was halt so Rock angeht, hier so eine Heimat irgendwie geschaffen. Also kann ich euch an dieser Stelle nur alles Gute wünschen und wenn ich da irgendwie helfen kann, bin ich gerne dabei. Aber dieser Ort darf eindeutig nicht sterben, gerade auch hier in der Ecke, wo ja über Gentrification nachgesprochen geredet wird. Also finde ich gut, dass ihr das macht. Mhm. Vielleicht solltet ihr das doch einfach mal so sowieso zusammen. Wir sind verbandelt. Ja, wirklich? Ja, wir sind Co-Moderator. Ja, also ich finde so Deutsch-Englisch, weil gerade Rock ist etwas, Musik verbindet. Da geht es jetzt nicht nur um die deutsche Reichweite für den TV-Zuschauer. Hier geht es einfach mal um Musik, die auch international verbindet. Falls welche fragen, ihr könnt kein Englisch. Ja. Ja, my English is not so yellow from there. Ja, aber Englisch, das ist eine Sprache von Vergangenheit. Ja. Amerika ist von der ersten Welt bis vierte Welt so schnell runtergegangen, dass ich glaube, Englisch ist vorbei. Ja, aber wenn man die Sprache dazu kommt, Russisch-Chinesisch. Also mein Chinesisch ist sehr schlecht. Ich mache mich ja gleich von Acker, damit ihr euch hier wieder die Geschichten hier geben könnt. Aber wenn ihr wirklich so das Blackland supporten wollt und so, dann folgt den ganzen allen auf ihren Kanälen, erzählt euren Freunden davon, sagt eurer Lieblingsband, die soll auf jeden Fall auch hier auftreten, damit sie auch für euch wieder hier spielen kann, dass das Ganze auch wieder toll wird und bis dann irgendwie diese ganze Corona-Scheiße dann irgendwie vorbei ist, dass wir wieder so geregelten Weges gehen können. Aber solange sollte gerade die Musikfreundschaft hier das Ganze hier irgendwie am Leben erhalten. Und wegen Freddys Freundschaft mit Tuten, der erste, wenn Sputnik verkauft, erster Platz in Deutschland ist Blackland. Alles klar, ja. Danke. Vielen Dank. Dankeschön, Patrice. Ciao. Guten Tag, Kumpel. Ja, wir müssen ja, aber wir dürfen nicht. Vielen Dank. Viel Spaß. Ciao, dankeschön. Das ist ein Schlusswort, kann ja nicht jedem, würde ich sagen. Absolut geil. Ja, perfekt. Cool. Sehr cool, Kumpel. Dann Prost. Okay, dann. Bleibt uns gewogen. Wir hoffen, dass er zahlreich zu uns am Wochenende ins Blackland kommt, uns unterstützt, wird ein paar Getränke und so weiter. Vielen Dank.